Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung. Die steigende Varianz bei den Technologien im Antrieb und bei unseren Fahrzeugmodellen. Schnelle Reaktion auf immer schnellere Märkte. All das sind Herausforderungen an die Serienfertigung der Zukunft. Wir müssen den Aufbau und die Fertigung des Automobils von Grund auf überdenken, um auch zukünftig die Innovationsführerschaft hier in Deutschland zu behalten. Die zukünftigen Anforderungen an die Serienproduktion im Automobilbau heißt auch für uns als mittelständischer Zulieferer komplett umzudenken. Unsere Maschinen und Produkte müssen trotz möglichst hoher Standardisierung immer flexibler agieren können. Die wandlungsfähige Produktion wird die herkömmliche Linienproduktion komplett ersetzen. Der momentan übliche Aufbau mit der tragenden Karosserie von außen nach innen wird ersetzt werden durch die Montage mit funktionsintegrierten Leichtbaumodulen. Frei konfigurierbare Produktionsschritte mit Mensch-Maschine-Kooperationen müssen die parallele Montage verschiedenster Typen mit individueller Ausstattung ermöglichen. Faserverbundwerkstoffe besitzen, wenn sie optimal, das heißt lastfahrtgerecht eingesetzt werden, das höchste Leichtbaupotenzial. Wir wollen jedoch einen Schritt weiter gehen und zusätzliche Funktionen in den Werkstoff integrieren, wie zum Beispiel elektrische Leitfähigkeit oder Dämpfungseigenschaften. Somit lassen sich zukünftig im Automobilbau zusätzliche Teile und damit Ressourcen einsparen. Doch dazu bedarf es noch umfassender Grundlagenforschung. Der Automobilbau war schon immer ein wichtiger Motor für Innovation. Für viele zukunftsweisende Anwendungen wurden hier die Grundlagen gelegt. Und viele dieser Innovationen fanden in kurzer Zeit auch in anderen Industrien Anwendung. Zukunftsweisende Materialsysteme, Fertigungsverfahren und Designprinzipien zu entwickeln, eröffnet eine gewaltige Chance für den Industrie- und Forschungsstandort Deutschland. Diese Chance müssen wir ergreifen.